und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie schon versprochen, sollte es bald weitergehen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte mir dieses Video ein wenig anders vorgestellt, denn eigentlich wollte ich für euch ein echt cooles Produktreview zum LFTY Hoodie machen aus der 360 Gramm Kollektion. Diese Kollektion ist am 5.9. um 11 Uhr erschienen und ich habe auch direkt am PC gesessen geordert und bin echt enttäuscht, muss ich sagen. Wir fangen mal mit den Basic-Details an. Ich halte den Hoodie schon einmal kurz in die Kamera für euch. Es handelt sich um den Felony Hooded Print, einen ganz normalen LFTY Hoodie für 84,90, also ca. 85 Euro. Und ich werde das Review so ähnlich aufbauen wie beim letzten Mal. Allerdings hatte ich eigentlich vor, beispielsweise ein cooles cinematisches Video zum Intro zu drehen, also einen kleinen Teaser könnte man sagen. Und letztendlich auch am Ende euch Outfit-Vorschläge zu machen. Und warum ich das nicht mache, werde ich euch jetzt im Verlauf des Videos kurz erklären. Kommen wir erst einmal dazu, wie das Ganze geliefert wird. Hier haben wir einmal eine Papiertasche mit dem LFTY-Logo ich würde jetzt sagen, mit einem Stempel drauf gedruckt. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und das Produkt selbst kam dann einmal in dieser Plastiktüte hier, auch oben mit so einem Klippverschluss. Muss ich sagen, ich finde die Ziploc-Bags, die es von verschiedenen Brands gibt, cooler. Und kann aber auch nicht sagen, dass ich von der Art und Weise, wie das hier verschickt wurde, jetzt enttäuscht bin oder so. Das ist jetzt reine Präferenz von meiner Seite und hat jetzt erstmal mit dem eigentlichen Produkt nichts zu tun. Kommen wir dann schon zum Herzstück des Videos. Voll um den Lifters. Genau wie beim letzten Mal ist einfach wieder was runtergefallen. Das kann doch nicht sein. Kommen wir nun zum Herzstück des Videos, nämlich dem LFTY Felony Hooded Print auf dem LFTY Hoodie. Wie dieser Print entstanden ist, ist vielleicht noch ganz interessant zu wissen. Vielleicht wissen es einige von euch nicht, die das LFTY Making-of Video dazu nicht gesehen haben. Darum möchte ich euch kurz erklären, wie dieser Print zustande gekommen ist. LFTY hat in der Vergangenheit einen Hoodie rausgebracht, auf dem einfach in Französisch drauf stand Fuck the Police, Baisse la Police. Und die Person, die diesen Hoodie getragen hat, wurde halt in Düsseldorf erwischt und hat dann einfach mal eine schöne Strafanzeige mit dem hier abgebildeten Print bekommen. Und LFTY dachte sich als kreative Idee, komm, wenn man schon für Fuck the Police belangt werden kann, was auch absolut richtig ist meiner Meinung nach, dann printen wir doch einfach mal die Strafanzeige drauf. Und ich bin mir sicher, die Gesetze, die das verbieten, dürfte es sehr wahrscheinlich noch nicht geben. Ich bin auch relativ euphorisch, muss man sagen. Darum möchte ich jetzt erst einmal kurz auf die Details des Hoodies eingehen. Genau wie in meinem ersten Video zur Repute Vision Track Pants. Kurz die Verarbeitungsqualität beurteilen, was für einen Stoff wir jetzt von LFTY bekommen haben. Den Print, weil es eben einen Print gibt und letztendlich dann eben auch die Kritik. Fangen wir mal oben beim Hoodie an. Wir haben eine relativ großzügig geschnittene Kapuze. An der Kapuze habe ich jetzt erstmal in diesem Moment gar nicht so viel zu meckern. Der Schnitt der Kapuze von dem, was ich auf Bildern sehe, erinnert mich ein bisschen an das, was man auch bei den Peso-Hoodies gesehen hat. Vorne mit diesem leichten V-Überschlag sage ich jetzt einfach mal, dass das Ganze so leicht auseinander geht, ohne Kordeln beziehungsweise ohne Drawstrings, dass man die Kapuze enger ziehen kann. Wenn man sich jetzt hier einmal die Naht oben auf der Kapuze anschaut, dann fällt auch schon das auf, was sich durch den ganzen Hoodie durchzieht und weswegen ich auch, ich sage jetzt mal, eine starke Abneigung gegen den Schnitt und die Verarbeitung des Hoodies habe. Wir haben leichte Drop Shoulders und auch hier sehen wir an der Naht, dass wir, ich sage jetzt mal, keine besondere Verarbeitung haben. Es handelt sich dabei um eine ganz normale Einzelnaht, zumindest von dem, was man von außen sehen kann. Ich persönlich mag als Detail immer ganz gerne, wenn wir beispielsweise verstärkte Doppelnähte haben, wie man das unter anderem von Rootatour aus dem Streetwear-Segment kennt oder beispielsweise auch von diversen höherklassigen Brands, die sich besonders im Jersey-Bereich aufhalten, wie zum Beispiel Lady White, wie zum Beispiel McCoy's, wie zum Beispiel auch aus dem deutschen Bereich Merz B. Schwan. Ich glaube, auch Merz B. Schwan hat diese doppelte Schulternahtkonstruktion des häufiger schon mal verwendet und ich persönlich würde es oder hätte es sehr begrüßt, wenn es bei LFTY ähnlich so gewesen wäre. Weil es handelt sich dabei um mein erstes Teil, deswegen ist es jetzt auch nur meine First Impressions von dem Brand. Ich kann nichts über die alten Kollektionen sagen. Die Meinung, was die Qualität angeht, sind da so ein bisschen durcheinander gegangen. Sowohl positiv als auch negativ. Jetzt in letzter Zeit häufiger mal negativ geschoben, wo das Ganze dann eben auf das große Wachstum des Brands. Höheren Produktionszahlen, dann kommt eine Produktion vielleicht nicht mehr so ganz hinterher. Aber genau, gehen wir mal weiter den Hoodie ab. Wir wollen ja jetzt nicht vom Punkt zu sehr abschweifen. Wir haben dann unten Rippbündchen, die geben auch ganz gut nach. Ich muss ehrlich gestehen, finde sie aber auch nicht besonders. Jetzt ganz rein aus Detailsicht finde ich sie nicht besonders. Wir haben dann natürlich eine ganz normale Bauchtasche auch.
an dem Hoodie. Auch diese Bauchtasche ist jetzt nicht besonders. Es ist eine Bauchtasche, sagen wir es einfach mal so. Herzstück des Hoodies, wie auch schon früher angesprochen jetzt im Video, ist der Brustprint. Wir haben einmal auf der Brust vorne Live Fast und dann wahrscheinlich in ausgegrauter Schrift Die Young, darunter Paragraph 185 Strafgesetzbuch, Tatbestand der Beleidigung und dann, wie gesagt, hinten, wie ich finden würde, den sehr, sehr kreativen Polizeibrief, den es gab. Habe ich so vorher noch nie gesehen und auch nicht mit so viel Schrift drauf. Deswegen fand ich den Print auch, beziehungsweise der Print war der Hauptgrund, warum ich mir den Hoodie kaufen wollte. Der Print selbst ist in Siebdruckverfahren gedruckt. Es handelt sich hierbei um einen Discharge Print. Um vielleicht kurz zu erklären, wer sich mit den verschiedenen Printarten nicht so gut auskennt. Siebdruck geht eben durch ein Sieb durch. Das Sieb muss vorher erstellt werden. Was ist jetzt Discharge, fragt ihr euch vielleicht. Plastisolfarbe liegt auf dem Fabric oben auf. Wasserbasierte Farbe taucht in das Fabric ein und ich sag jetzt mal verschwimmt quasi mit den Fasern, wenn man so möchte. Und ja, ich werde dazu auch noch ein separates Video machen zu den verschiedenen Printtechniken, euch vielleicht einige Beispiele zeigen und in dem Fall auch Siebdruck mal selber machen. Was passiert jetzt bei Discharge Ink, die bei der wasserbasierten oder beim wasserbasierten Siebdruckverfahren hinzugegeben wird? Die Fasern, die vorher schwarz waren, werden quasi, ich sag jetzt mal, ausgefärbt und werden durch eben diese neue Farbe übergefärbt. Dadurch entsteht ein besonders weicher Print, den man halt auch auf dem Fabric mehr oder weniger nicht fühlen kann, während Plastisol eben aufliegt, dass man so ein typisches, hier ist ein Print drauf gefühlt hat. Also den Print, auch wenn da vorne so ein bisschen, sag jetzt mal, verschwommen ist, finde ich auf jeden Fall doch schwer in Ordnung. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Und ansonsten hat der Hoodie auch nur noch das Intag LFTY Größe L. Ich habe mir eine Größe L bestellt, ich bin 1,83 groß, wiege ca. 78 Kilogramm und trage auch meistens Größe L, wenn es ein bisschen legerer, bequemer sein soll und Größe M, wenn es einen, sag jetzt mal, normalen Fit haben soll. Beispielsweise das T-Shirt, was ich jetzt anhabe, ist eine Größe M, soll auch keine Drop Shoulders haben, deswegen liegt das ganz cool auf der Schulter auf. Ist trotzdem boxig geschnitten und meiner Meinung nach locker genug. Aber bei Hoodies auf jeden Fall gerne L, dass das Ganze so ein bisschen locker sitzt, so ein bisschen gemütlich ist. Ja, das Care-Label haben wir dann auch noch und sehen auch schon die wunderschöne Innenseite des Hoodies. Und zwar haben wir hier eine sehr schöne, aufgeraute Innenseite eines Hoodies. Wenn ihr euch fragt, wie diese Fließseite entsteht, ich kann euch da kurz was zu sagen. In einem Hoodie bzw. Sweatshirt-Fabric sind eigentlich Loops drin. Quasi so kleine Haken, die geschlagen werden, was ihr vielleicht von manch anderen Sweatshirts oder Hoodies von euch kennt, die dann eher so eine kalte, kühle, vielleicht auch raue Oberfläche haben. Und wenn diese Loops quasi aufgeschnitten werden, aufgeraut werden und, ja, wenn man es so will, auch plattgerückt und kaputt gemacht werden, auf eine schöne Art und Weise aber, dann entstehen eben diese schönen Fließoberflächen auf der Innenseite von Hoodies, die sich so schön warm anfühlen. Jetzt kommen wir zum Care-Label. Da sehen wir 70% Cotton, 70% Polyester, also Baumwoll-Polyester-Mischung. Man kann das Ganze auch ganz gut waschen. Und ich war der festen Überzeugung, dass die LFDY-Sachen in der Türkei hergestellt werden, wie auch Peso, weil LFDY quasi dafür gesorgt hat, dass Peso mit Justin letztendlich auch in der Türkei produzieren kann. Und dann liest man einfach auf diesem Schild Made in Pakistan. Ich sag mir jetzt, warum das interessant ist. Als ich diesen Hoodie bekommen habe, war das Erste, was ich dachte, als ich ihn angefasst habe und gesehen habe, von der reinen Verarbeitungsqualität, die ich auf den ersten Blick gesehen habe und vor allem, als ich die Bündchen beispielsweise gesehen und angefasst habe. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es aus der Türkei ist. Man muss dazu vielleicht sagen, ich interessiere mich für Mode und besonders auch für die Qualität und Verarbeitung von Mode schon seit längerer Zeit und habe echt viele Brands in der Hand gehabt. Sowohl aus dem Streetwear-Bereich, sowohl auch im Premium-Bereich, wenn man sich so ein paar, ja, ich würde jetzt Acne Studios zum Beispiel nicht unbedingt als Luxus-Brand bezeichnen. Ich habe im letzten Video schon von Our Legacy gesprochen, das ist ein sehr, sehr geiler Brand, den ich auch absolut feiere. Und auch mal ein Luxus-Brand dazwischen kriegt. Also auf jeden Fall schon einige Brands dabei. Und als ich diesen Hoodie in der Hand hatte, habe ich zum ersten Mal wieder gedacht, Mann, das fühlt sich einfach an wie H&M. Und das mag jetzt wirklich, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ich würde es jetzt wirklich nicht auf die gleiche Stufe stellen von der Qualität wie H&M, weil bei H&M auch der Grundstoff und der Print beispielsweise nie so nice ist wie bei dem Hoodie hier. Aber Mann, wirklich, ich brauche einfach einen Schluck Zitronenlimonade, ja? Gibt es einfach nicht. Ich bin wirklich, also was das angeht, enttäuscht. Und warum, das zeige ich euch jetzt. Wenn wir uns dann auf der Innenseite hier noch ein bisschen die Nähte anschauen, dann, ja, das ist von der Verarbeitung, würde ich sagen, in Ordnung. Wir haben auch wieder dann, wenn die Fabrics aufeinander stoßen, eben die Over-the-Edge-Stitches. Es gucken auf jeden Fall an einigen Stellen ein paar Fäden raus.
wie gesagt, das habe ich im letzten Video schon gesagt, nur weil da ein paar Fäden rausgucken, heißt es insgesamt nicht, dass die Qualität schlecht ist. Sie ist aber auch jetzt nicht so, dass ich erschlagen bin. Also jetzt, wie gesagt, die reine Verarbeitungsqualität der Nähte etc. Und wenn man sich die Außenseite anguckt, dann würde ich halt schon sagen, dass das Ganze etwas unsauber aussieht. Wie schon am Anfang bei den Details angesprochen, am allerschlimmsten meiner Meinung nach unten an der Bauchtasche. Schaut euch mal an, wie das Fabric da verzieht. Schaut euch das an den Schultern mal an. Meiner Meinung nach sollte so eine Naht, die an der Schulter auftritt, auf jeden Fall schön fallen. Das gleiche gilt halt auch einfach für beispielsweise den Bereich des Hoodies, wo die Kapuze in den Hoodie eingeht. Den Bund unten, die Bündchen an den Ärmeln. Und mir ist klar, irgendwo muss das Fabric auf jeden Fall hin. Irgendwo muss es hin, das ist klar. Aber nicht so, wirklich. Einfach nicht so. Ich muss es einfach so sagen, wie es ist. Ich betrachte die Sachen dann auch schon von dem Standpunkt, das sind 85 Euro, das ist jetzt nicht wenig. Wir haben viel Konkurrenz auf dem Markt von anderen Brands, die vielleicht nicht so bekannt sind wie LFDY, aber letzten Endes, diese Made in Pakistan-Geschichte, wo dann auf jeden Fall Produktionskosten eingespart wurden, gepaart mit diesem ursprünglichen Eindruck. Ich wusste ja nicht mal, dass es in Pakistan hergestellt ist. Ich habe einfach nur von meiner Erfahrung her gesagt, nein, das ist weder in Made in Portugal noch Made in Turkey. Naja, Verarbeitung enttäuscht mich. Wichtig ist natürlich noch der Fit. Zum Fit, hier seht ihr was. Ich muss sagen, vielleicht ist es eingangs schon so ein bisschen durchgedrungen, beziehungsweise früher im Video. Der Hoodie an sich als solches, wenn man sich jetzt den Schnitt betrachtet, ist okay. Maximal ist er okay. Das ist kein besonderer Schnitt. Wir haben jetzt nicht irgendwie einen coolen cropped oversized Cut, der dann besonders boxy geschnitten ist. Wir haben keine krassen Drop Shoulders, okay. Meiner Meinung nach ist der Hoodie, was den Fit angeht, bei meiner Körpergröße, mit der Größe, die ich gekauft habe, die ich normalerweise in allen Brands trage, ist für meinen Geschmack auf jeden Fall ein bisschen zu lang. Und ich finde vor allem auch, wenn man jetzt nochmal, was den Fit angeht und so ein bisschen auch auf die Verarbeitung in Kombination, sage ich jetzt mal, finde ich auch einfach, dass die Bauchtasche nicht optimal gehalten ist. Wenn man sich das Ganze von der Seitenansicht bei mir jetzt mal anschaut, dann steht die Tasche auch durch die Länge des Hoodies einfach so ein bisschen ab. Und vor allem, wenn man den Hoodie so ein bisschen hochziehen möchte, weil das Bündchen halt auch nicht, also das Bündchen zieht sich ja ein bisschen zusammen, dann finde ich einfach, dass der Hoodie nicht so 100% schön fällt. Ja. Das ist mein Fazit zum Fallon Hooded von LFDY aus der 360 Gramm Kollektion. Vielleicht noch ganz kurz zu diesem 360 Gramm Ding, weil ich jetzt ja gerade schon sehr viel Kritik auch geäußert habe. 360 Gramm pro Quadratmeter bei einem Hoodie sind jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Das wurde jetzt so ein bisschen marketingmäßig gepusht, als wäre das ja ein sehr schwerer Hoodie. Es gibt T-Shirts, die wiegen 290 Gramm beispielsweise, und es gibt Hoodies, die wiegen 450 Gramm oder auch mehr. Von dem her, dieses 360 Gramm Ding ist halt dann eher das Thema, das Marketing dahinter und auf jeden Fall nicht ein Qualitätsmerkmal, weil ein Stoff schwer ist, heißt nicht, dass der Stoff gut ist. Weder bei Baumwolle noch bei Seide noch bei Polyester noch bei sonst was. Ja, das muss man auch einfach mal so sagen. Der Hoodie geht auf jeden Fall zurück. Ich werde ihn nicht behalten. Ist eins der seltenen Pieces, die ich mir mal geordert habe, wo ich wirklich sagen muss, da hat mich der Grundeindruck von der Qualität ja schon so enttäuscht, dass ich den Hoodie halt einfach zurückschicken muss. Ich wollte euch das mit auf den Weg geben, falls ihr noch vorhabt, bei LFDY was zu kaufen. Die Sachen sind nämlich nicht alle ausverkauft. Den Hoodie sieht man auch zuhauf auf eBay Kleinanzeigen. Ich kann es nur noch mal zusammenfassen. Ich bin enttäuscht. Das war mein erstes Piece von LFDY. Ich wollte dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance geben. Mich hat es nicht erreicht. Vielleicht von euch. Wenn dem so ist, lasst es mir in den Kommentaren gerne wissen. Wir können uns da gerne drüber austauschen. Und ansonsten würde ich sagen, helft mir natürlich am meisten, wenn ihr den Kanal abonniert und den Daumen nach oben gibt. Support ist kein Mord und Däumchen ist ein Träumchen. Und in diesem Sinne würde ich mich auch schon verabschieden und sage schon mal bis nächsten Sonntag. Ich plane jeden Sonntag ein Video hochzuladen. Im Zweifel, wenn es sich anbietet, auch vielleicht mal zwei Videos die Woche. Und es kann auch vorkommen, dass es mal kein Video in der Woche gibt. Das sehen wir dann. Macht es gut, haut rein und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.